Mutig, frisch und kreativ präsentiert sich das umfangreiche Produktportfolio vom österreichischen Büromöbelhersteller Harley. Das Angebot reicht vom ergonomischen Arbeitsplatz über Raum- und Ordnungssysteme bis hin zum Chefbüro. Die Firma Harley geht auch in der Produktion neue und kreative Wege. Bei der Umsetzung eines neuen und einzigartigen Produktionskonzepts formulierte Harley klare Ziele. 48 Millionen Varianten in 15 Arbeitstagen, ein mannloser Produktionsprozess in Losgröße 1 mit der weltweit kürzesten Rüstlücke und einer etikettenlosen Fertigung. Für diese Vision gab es nur einen Partner, die Homa Group und ihre Spezialisten für einzigartige Anlagenlösungen. Mit der Firma Homa haben wir einen Partner gefunden, der erstens bereit ist, mit dem Kunden Konzepte zu entwickeln, auch wenn es etwas noch nicht gibt, wo die Firma Homag auch erkennen kann, das hat Sinn für die Zukunft, dann ist die Firma Homag bereit, auch solche Entwicklungen zu machen. Die waren auch notwendig. Und insofern haben wir am Beginn dieses Prozesses für die gesamte Fertigungslinie, die in Etappen dann realisiert wurde über 4 Jahre, mit der Firma Homag sowohl für die technische Ausstattung, aber auch für die Softwarebereiche einen Partner gefunden, der alles kann. Ein herausragendes Highlight der Anlage ist die Fertigungsleittechnik MOS der Homa Group. Im System bekommt jedes Einzelteil vorab eine ihm zugewiesene Identifikation, die virtuell über die gesamte Fertigungsstraße mitfährt. Dadurch wissen alle beteiligten Maschinen zu jeder Zeit, um welches Teil es sich handelt. Durch diese innovative Softwarelösung konnte auf die sonst übliche aufwendige Etikettierung der Werkstücke verzichtet werden. Das Besondere ist, dass die Teile vollautomatisiert praktisch von der Plattenanlieferung bis zur Montage durch die Maschinen laufen, ohne dass sie jemals ein Mitarbeiter in der Hand hat. Aber nicht nur die Teile laufen durch, auch die Datensätze, die elektronischen Datensätze, die dahinter hängen, damit jede Maschine weiß, was zu machen ist. Am Anfang der neuen Anlage steht das hochdynamische Barkstedt-Plattenlager TLF 411 für vollchaotische Plattenlagerung mit einer Kapazität von 4000 Platten. Die patentierte automatische Lageroptimierung IntelliStore erledigt sowohl die Ein- und Auslagerungen von etwa 700 Platten am Tag als auch ein automatisches Restelager mit einer Kapazität für etwa 700 Reste. Die Holzmar Combiline ist ausgestattet mit der Möglichkeit, vollautomatisch Nachschnitte durchzuführen, bei minimalstem Verschnitt. Durch die Drehvorrichtung für Kopfschnitte können flexible Schnittbilder erzeugt werden und das Power-Konzept ermöglicht das gleichzeitige Aufteilen von Streifen. Vor allem die Flexibilität der Säge begeistert. Das ist also die erste Maschine, die wir überhaupt am Markt hatten, mit diesem Prinzip dieses Stufenschnitts, das uns die ganzen Nachschnitte und Kopfschnitte erspart. Das heißt also, wir haben eine Kombination aus Säge und Fräser in dieser Maschine und dadurch haben wir sehr, sehr gute Optimierungsergebnisse. Wir können also eine Verschnitteinsparung von 6% haben wir dadurch erreicht, weil man Teile einfach verschachteln kann. Zwischen der Säge und der Format- und Kantenbearbeitung gibt es eine weitere Besonderheit, den Barkstedt-Entkopplungspuffer TLB 210. Er besitzt eine Kapazität von 2 Stunden einer Schichtproduktion und sorgt dafür, dass alle Teile optimal in die Homag-U-Linie einfahren. Zu den absoluten Highlights der Hightech-Anlage gehört die kürzeste Rüstlücke weltweit. Egal welches Teileformat produziert wird, alle Aggregate haben eine maximale Rüstzeit von 1,5 Sekunden. Diese Schnelligkeit und Flexibilität der Anlage ist momentan unübertroffen. Dies zeigt sich auch in der Format- und Kantenbearbeitungslinie der Firma Homag, die mit weiteren Besonderheiten bestückt ist. Bei der Formatstraße haben wir einen integrierten Auslegerarm. Üblicherweise sind die ganzen Fräsaggregate am Maschinenbett, am Maschinengestell angebracht. Haben wir ein Fräsaggregat am Auslegerarm, wo wir einen unterschiedlichen flexiblen Ausstand auch fahren können. Normalerweise ist der Maschinenausstand 40 mm oder 60 mm. Dann hört es auf, da können wir bis zu, glaube ich, 1000 mm Ausstand Teile einer Fräsbearbeitung machen.
Der Barkstedt-Kommissionierer TLB 320 ist ein hochdynamisches Bauteilelager, das zu den schnellsten und effektivsten der Welt gehört. Das Bauteilelager besitzt 5 Lagergassen und eine Kapazität für 6.000 Teile auf einer Lagerfläche von 6,4 Kilometern. Das Regalsystem, welches optimal an die baulichen Gegebenheiten von Harley konstruiert wurde, dient der Pufferung und Kommissionierung der Bauteile für die entsprechenden Montagelinien in Montage- und Torreihenfolge. Das Sortierzentrum ist das größte, was wir jetzt gebaut haben. Wir sind direkt an der Kante gekoppelt, müssen eine hohe Eingangsleistung, hochdynamische Fahrzeuge, die diese Leistung wegbringen. Wir haben in diesem Sortierzentrum ungefähr 55.000 einzelne Stäbe montiert oder installiert. Das entspricht einer Länge von 60 Kilometern. Wir können in diesem Sortierzentrum 6.000 Teile gleichzeitig puffern und aus diesem Pool hochdynamisch aussortieren für die Endmontage. Die Komplettbearbeitung in einem Durchlauf durch die 6-seitige Werkstückbearbeitung ermöglicht die Weke ABH 100. Vertikales und horizontales Bohren, Fräsen, Dübel eintreiben und Beschlagsetzen erledigt diese Anlage durch das dynamische Spannzangensystem absolut sicher und präzise. Die fertigen Teile werden dann kommissionsbezogen und in der vorgegebenen Reihenfolge der Endmontage zugeführt. Die neue Fertigungsanlage von Harley, die Umsetzung einer Vision. Diese besonderen Projekte laufen ja eigentlich alle über die Projektabteilung bei jeder Tochterfirma bei uns im Hause Humac. Und da steckt einfach ein Team dahinter, sehr viel Erfahrung, sehr viel realisierte Projekte. Dadurch, denke ich, sind wir auch innovativ. Ja. Wir sind eigentlich für alles offen, was da an Herausforderungen vom Kunden kommt und sehen es eigentlich als Aufgabe, das zu meistern. Und natürlich am Ende sind wir stolz, wenn wir es geschafft haben. Gemeinsam mit den Anlagenspezialisten der Homer Group schaffte es der Büromöbelhersteller Harley mit der neuen Hightech-Anlage 48 Millionen Varianten in Kundenwunschmaßen je Millimeter zu den Konditionen eines Industriebetriebes zu erfüllen. 30% Kapazitätssteigerung bei gleichem Personaleinsatz. Das ist Losgröße 1 Produktion der Zukunft. Gemeinsam mit der Firma Hormack und gemeinsam mit meinen Mitarbeitern haben wir eben aus dieser Idee dieses Gesamtkunstwerk entstehen lassen. Und es ist wirklich erfreulich, wenn man dann am Ende von 4 Prozessjahren, also wenn man was verändert, über 4 Jahre feststellen kann, es ist alles, was man sich vorgestellt hat vorher, auch realisiert worden und funktioniert. Und auf das ist die Firma Harley ganz sicher stolz und auch ich.